Barbaren. Schon von der Freiheit-Brigade gehört? Deinesgleichen hat dort gedient. Anderlinge. Ja, dann mal herzlich willkommen. Mal wieder hier beim Witcher. Wir sind hier in Etzdorf, glaube ich, wo wir die letzte die stinken bestimmt. Ja, wir hatten das letzte Mal eine Quest hier abgegeben noch. Deswegen sind wir jetzt hier in Etzdorf. Wollten noch mal kurz gucken, ob wir hier irgendwas finden, aber wichtig ist heute, denke ich mal, dann gucken wir erstmal noch über die Quests. Klinge von Berengar würde ich gerne machen. Das wäre richtig cool. Das machen wir heute. Und dann suche ich mal noch mal andere Quests raus. Aber jetzt machen wir erstmal das. Ich weiß, das ist jetzt. Wir fahren zwar jetzt wieder nach Moheim. Wir könnten nur erstmal was verkaufen. Jo, wir könnten vielleicht auch erstmal was verkaufen. Könnten wir den in Lindenthal mal ärgern. Den Lindenthaler. Yippie-aye, Schweinebacke. Wo ist denn der Lindenthaler? Da vorne irgendwo. Ja, wir boxen jetzt irgendwann auch nochmal, aber ich bin da nicht so der Box-Fan. Ich kann das nicht. Ups. Aha. Der Kollege, der schläft nachts. Das wollte ich jetzt gerade nicht. Das wollte ich. Wir fahren mal bis um 8. Meditation machen. So. Dann müsste jetzt endlich mal wieder morgen sein. Ah. Morgen daher. Gucken wir mal, ob er Geld hat. Und was verkaufen können. Verlässliche Waffen aller Art, Stahlschwerter und schwere Keulen für Männer, gravierte Schlagringe für die Damen. Hm. Zeig mir deine Ware. Also nicht gerade die Kohle, ne, die wir bräuchten. Kleiner Runenstein. Barock. Ja. Ja, da können wir dem doch das nicht verkaufen. Haben ja noch so viel. Was ist denn bei mir so schwer? Ich müsste mal wieder zerlegen wahrscheinlich. Ach du Heilige. Na, der wiegt ja gleich mal 7 Kilo. Das brauchen wir nicht. Irgendwas doppelt hier? Eine Chort-Trophäe. Was machst denn du jetzt hier? Wieso sitzt du auf meinem PC, Schrisch? Guck mal, guck dir mal deinen Bruder an. Da hinten. Da? Guck dir den da an. Der schläft. Du nervst wieder. Weg damit. So. Ich weiß aber jetzt nicht. 6. 12. Oh, 12 Kilo wiegt das Ding. Ja. Na gut, denn. Na denn. Gehen wir mal los. Bis dann. Gibt es hier noch einen Rüstungsschmied, außer in Grenfels. 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 Wo ist man hier? Haben wir schon ganz schön abgearbeitet, ja. Yeah, yeah, yeah. Oh, wir haben ja noch einen Fähigkeitspunkt zu vergeben. Das können wir doch gleich noch machen. Oh, ja, schön. Guck mal hier, Kreisel. Sehr schön. Leerdaste. Das brauchen wir nicht. Zack. Nicht wahr?
bestimmt nur noch was, was wir irgendwann mal einbauen müssten, ne? Müsste halt mal gucken, wie der. Müsste ich mir noch mal irgendwann mal ganz genau angucken, wie die bessere, wie die beste Skillung ist dafür. Ich will jetzt wenig mit Magie machen. Einfach mal Nahkampf aufspielen. So, dann fahren wir nach Jankes. Du klaust wirklich keine Kinder? Nein! Würde ich niemals tun. Was war ich dann? Und du bist der Hexenmann? I'm the Hexman. Ich hab so ein interessantes Haus. I am the Hexman. Ich hab keine Energie mehr. Was machen wir denn da jetzt? Was guckst du so? Guck mal, ich kann was mal auch machen. Geralt, hallo. Wie findest du die Rüstung? Willst du, dass ich noch eine für dich anfertige? Ja, auf jeden. Ich finde die toll. Was hast du für ein Angebot? Ich würde mir gerne dein Angebot ansehen. Wir müssen das alles kaufen. Dann können wir nämlich auch mal herstellen. Irgendwann. Nicht wahr? Nicht? So, jetzt. Oh Gott, zerlegen. Wir müssen, glaube ich, mal wieder was zerlegen. Was ist denn hier schwer? Eine lange Figur. Können wir das mal sortieren nach Gewicht? Pferdehaut. Ist bestimmt schwer. Oh, ist ein Fell. Ich habe gerade die Teige zerlegt. Das ist nicht dein Ernst. Nein, ist es jetzt. Ich brauch's eh nicht. So passiert's dann. Macht nicht. Wir hätten sie verkaufen können, wir hätten sie ausstellen können. Wir hätten sie benutzen können. Ist jetzt nicht so schlimm. Nee, militärische Figur, um Gottes Willen. Schädel. Das ist doch schon ganz gut aus, also wieder. So. Das hat er sogar richtig coole, der Kollege. Handeln. Ah, ich hab's Teigel zerlegt. Schade. Kann jetzt passieren? Ist ja nicht mein Schwert. Leb wohl. Lebe wohl, mein Freund. Lebe wohl. Nee, wie findest du die Rüstung? Willst du, dass ich noch eine für dich anfertige? Nein, möchte ich nicht. Lass mich in Ruhe. Geh. Leb wohl. Ich muss hier weg. So, haben wir es genug gemacht? Wirklich nicht. Hüpf. Belästige uns arme Leute nicht länger. Lass es bleiben. Ich bin der Killer, Mann. Er kommt schon von allein. Ich bin der Weise. Wenn ich je einen Sohn kriege, nenne ich ihn Geralt. Schläger, Plünderer, Hurensohn. Wir sind vertrimmt worden wie Novigrader Huren. Wie Novigrader? Sie haben versucht, einem Hexer blöd zu kommen. Ah, sorry. Sorry. So, immer ja.
Ermolen. Hütte am See. Wachturm. Ach, da müssen wir hier hin wahrscheinlich. Gehe den Fluss hinunter bis zur Höhle des Chords. Da weiß ich jetzt nicht, ob welcher Fluss hier gemeint ist. Geht es jetzt hier rüber oder da lang? Fluss hinunter. Das kann ja eigentlich bis hier sein. Also wir fahren uns jetzt mal nach Kermoren. Er lastete, erwies sich als knifflig. Doch Yennefer und die Hexer schafften es, ihm beizukommen. Der hässlichste Mann der Welt erwies sich nicht nur als Elf, sondern als elfischer Wissender. Avalach, so hieß er, war ein Elfenmagier, der Ciri bei der Flucht vor der wilden Jagd geholfen und sie dann auf der Nebelinsel versteckt hatte. So. Ah ja. Guck mal, jetzt zeigt das auf einmal an. Der Schlingel. Oh, Plätze, sorry. Komm mal ran hier, los. Lauf, Plätze. Wenn wir das dann hinter uns haben, dann gibt es garantiert noch eine Hexer-Quest. Also siehe vor Stärkung der Wolfs, irgendwas, Rüstung. Da kriegen wir nochmal gucken. Ah, ein Pär. Was ist denn hier los? Nein, ich möchte den Pär jetzt nicht. Tadam, die Dumm. Oh. Plätze. Ach, Plätze ist zu fett. Ich glaub's nicht. Ah, oh, die Plätze ist zu dick. Mensch, Plätze. Komm schon, Plätze. Ah, oh, die war sein. Einfach zu fett geworden. Zeit ist natürlich mal wieder ein bisschen mehr. Ja. Sport machen lassen. Oh, noch ein Pär. Noch ein Pär. So ein paar Pären. Ja, hier jetzt ein Haus bauen. Oha, Plätze. Weiter so, Plätze. Hier geht's nicht weiter. Ich muss jetzt, kurz die Plätze mal stehen lassen. Ist hier irgendwas komisch? So grafiktechnisch? Kamerawert. Entschuldigung dafür jetzt gerade. Uäh.
ist frisch. So frisch. Gut. Guck mal, was hinten so los ist. Einfach mal kicken, was hier hinten so los ist hier. Lange Reise. Oh, lange Reise. Gehen wir doch mal da zurück, ne? Okay. Schade. Wir wollten jetzt eigentlich. Oh, nee. Dahin. Hier verschwindet der Fluss. Es kann nicht mehr weit sein. Das hat es mal kurz angezeigt, ne? Aber das ist ja die falsche Quest jetzt. Starker alter Bulle. Kein Wunder, dass Berengar Schwierigkeiten hatte. Und gleich mal mit dem Markieren. Kann ich den irgendwie markieren? Ach du Heilige. Bin ich denn dumm? Okay, ich muss erstmal. Ja, ist okay. Ist okay, ich hab's verstanden, Leute. Es ist gut. Ein Shot. So. Wir bräuchten erstmal, was ist ein Shot? Shot ist ein, ach Gott, ich weiß es nicht mehr. Es war ein Relikt, glaube ich, oder? Verfluchte Wesen oder ein Relikt? Ja. Shot, es ist ein Shot. Dann braucht man Teufelsbovis, was man anzünden kann. Nein, beziehungsweise, nee, das vergiftet ja nur. Und Reliktöl. Okay. Verbessertes Reliktöl. Teufelsbovis haben wir schon ausgerüstet. Also vergiften und... Na da. Und nochmal kurz eine Miezekatze. Genau. Dann machen wir das zu. Da haben wir mal aufs Fressbrett. Komm ran, mein Junge. Machen wir einen Dot drauf, damit er sich nicht selber heilen kann, ne? Nein, hau mich nicht. Na, Berengar, du bist doch jetzt. Zack, das war's schon. So viel zum Chart. Jetzt Berengars Sachen suchen. Jetzt Berengars Sachen suchen. Kann das sein, dass dieser Gamma-Wert jetzt extrem zu hoch ist hier? Also, ich sehe hier. Das andere ist alles so dunkel. Ne? Ich will so nicht, die Ausgabe ist total dunkel. Ist egal. Okay. Ah. Ah, das Schema. Es wird nicht einfach sein, das Tor Herne zu schmieden.
Aber ganz sicher ist es den Versuch wert. Loki, was machst du in der Kiste? Entschuldigung. So. Da wir vor uns gesehen haben, dass es hier auch eine Hexerschmiede gibt, das machen wir dann bitte auch noch. Und einen Hexerauftrag braucht man nicht, aber eine Schatzsuche, die war doch auch hier. Schatzsuche, Verbesserung der Wölfchen. Wenn wir schon mal hier sind. Wir gucken jetzt mal. War das nicht hier der Hose? 800 Meter, okay. Let me know, ist der Hose. Okay, warte mal, hier müssen wir mal Art benutzen. Nee, ist nicht. Who is it? Du bist aber auch ein hässliches Teil, das muss ich mir so sagen. So schön bist du jetzt. Ah, ja, guck mal da. Hallo. Die Wolfsstiefel. Dann nennen wir mal die Wolfsstiefel. Jetzt komme ich jetzt wieder raus, ja? Was ist denn hier los? Oh, schön. Hab ich ein Glücks. Licht! Free time! Warte mal, ich muss den Kamerawert mal wieder ein Stück runtersetzen, weil das geht ja gar nicht hin. Oh Gott, das ist ja viel zu hoch. So. Zack. Zurück. Zurück. Und fortfahren. Und eine bisschen Meditation. Machen wir eine Meditation. Achso, wir sind schon fertig. Ah. Abracadabra, ich wünsche mir ein, ja. Warte mal kurz. Wo muss ich hin? Ah, dann machen wir erstmal hier. Denke ich, oder? Da haben wir trotzdem noch ein Fragezeichen. Es ist wahrscheinlich dann diese Erkunde-Dingens-Sache. Ich muss ja nachher nochmal gucken, warum das Spiel, das ist so dunkel. Ich muss nachher nochmal schnell schauen. Komm, Letzi. Ah, schade, ne? Das ist jetzt doof. Dann nicht. Maschine macht auch so, was er will, ja. Die knallert sich gerade in durch, ja. Ah, Waschmaschinen, oder? Waschmaschinen, Waschmaschinen.
Wo sind wir denn jetzt gelandet, ja? Eine Eisenmine, seit Jahrhunderten erschöpft. Ich sollte mich ein wenig umsehen. Ich höre schon. Halt. So, Inventar hat man gesagt. Wir brauchen. Cool. Sehr schön. Ding. Guck mal. Ja, jetzt sieht's besser aus. Ist doch nicht mehr ganz so dunkel. Da ist was hinter diesen Wurzeln. Ein Genius. Muss ich mit dem oder kann ich mit dem? Let me dance. Was ist denn hier los? Es gibt wahrscheinlich bloß eine Richtung. Also nochmal ein Geniatorus. So, Genius. Relikte. Also Genius ist meines Erachtens eigentlich ein Okroid. Ist es natürlich nicht. Es ist ein Konstrukt. Ich wusste es. Erdgenius. Und da haben wir es wieder. Genau. Die Moritzium-Bombe. Ich bin raus. Zack. Oh, die müssen wir auch noch irgendwann mal überlegen. So. Ein Genius, eine Magier beschworen und als Wächter zur Du sollst mich nicht hauen.
Danke mehr. Da hat er mal eine geschallert, Leute. Nee. Geschafft? War doch cool. Den Notizen zufolge muss ich das Buch am richtigen Ort platzieren. Das Medaillon summt. Hier ist Magie. Hundetalk. Ach, da ist ein bisschen runtergefallen. Alles klärchen. Da kommt denn hier der Hundetalk her? Das ist keine gewöhnliche Schmiede. Das Medaillon zeigt Magie an. Ich sollte mich umsehen. Wir sollten als allererstes mal unsere Waffe reparieren. Anfänger. Nee. Kann man da noch? Gesellen, Meister, Anfänger. Bäm. Bäm. 69. Dann können wir noch Meister. Können wir noch einmal Geselle drauf ballern und dann schallert's, ja. Genau. Ach hier, guck mal. Der Blasebalg eines Schmieds. Zurück! Fort! Dieser Ort gehört mir! Zurück, sagt er. Ich will mich umsehen. Wer bist du? Wer bist du? Ich bin das Feuer, die Seele dieser Schmiede. Ich bin die Flamme, die den Stahl härtet. Okay. Ragnir von Thor-Karnet? Der wurde bei Falkas Rebellion lebendig gehäutet. Das ist lange her. Du lügst! Hör mal, ich will mich nur umsehen. Eindringling, das kann ich nicht gestatten. Das gestatte ich nicht! Oh. Nein, nicht gestatten! Der Geraldo, Gerald ist... Oh, noch einer. Okay. Wir haben... Es ist okay. Wir haben keine Demoritium-Bombe mehr. Es ist nicht ganz so schlimm. Und wir haben Reliktöl. Ich hoffe mal, dass es ein Relikt ist. Der Rest ist noch genug da. Ja dann. Schauen wir mal, was passiert. Vielleicht kann ich ja mit der Kartesche irgendwie ein bisschen... Oder? Wohnstoff wird jetzt auch nichts bringen. Was könnte man hier nehmen? Sammeln. Wir nehmen mal ein paar Tasche, mal gucken, was passiert.
Komm her, Junge. Er feuert, ja. Okay, er verbrennt mich halt. Okay, alles cool. Macht ihn jetzt nicht so viel Schaden. Vielleicht kann man einfrieren. Alter Schwede. Schön ein bisschen knifflig, der Typ. Können wir den vergiften vielleicht? Können wir auch nicht einfrieren. Ich denke, wir versuchen es mal mit einfrieren. Das klingt doch gut. Gut geholfen. Super. Das hat gut geholfen. Nee. Geh weg. War nicht so einfach hier. Nein, ich will nicht brennen. Nein, ich will immer noch nicht brennen. Ich hab ihn da. Ich wollte nicht mit dir kämpfen. Das Feuer ist aus. Mal sehen, was hinter der Feuerstelle ist. Hier hat jemand eine Illusion geschaffen. Mhm. Ein Geheimfach hinter einer Illusion. Ja. Meisterlich gefertigte Wolfsrüstung, die ist sogar schon fertig. Das ist ja sehr neckisch. Cool. Das ist ja echt genial. Die ist fertig, die Rüstung, ne? Cool. Jetzt mal hier Hundetalk. Sehr gut. So, was bleibt jetzt noch übrig hier? Das. Was ist denn jetzt noch in Wolfs? Hier ist eigentlich nichts mehr. War nicht irgendwo noch was, wo ich diese... Das muss ich noch machen. Na dann. Plötzi, du hast nicht versteckt. Plötzi? Weiter so, Plätze. Hm.
Was machst du denn? Du? Komm schon. Du alter Gaul, komm jetzt. Langsamer. Ich versteh's halt jetzt echt nicht. So, jetzt, komm. Lauf, Schwätze. Wir müssen noch kurz auf der Mappe gucken. Hier oben war ja noch ein Fragezeichen. Das ist ja noch... Auch noch nie. Hier müssen wir noch hin. Da müssen wir dann wahrscheinlich noch mal hinfahren. Und dann ist hier unten garantiert noch irgendwo ein Tunnel, wo es dann dort reingeht. Das finde ich... Heya! Komm jetzt. Komm schon, Plätze. Nee. Nicht so schnell, Plätze. Okay, Plätzi. Plätzi macht Menschen. Mit dem Beko. Wer hätte denn das gedacht? Ein Wolfskopf. Ich kenne diesen Ort. Hier fanden die ersten Kräuterproben statt, bevor die Festung gebaut wurde. Ich sollte mich ein wenig umsehen. Ein wenig umsehen? Wir sollten erst mal ein wenig rasten. Der Ort, an dem die Monstertöter geschaffen wurden. Jetzt voller Monster. Welch Ironie. Hier wurden die Mutationen durchgeführt. Gute Akustik. Die Schreie der Kinder müssen weithin zu hören gewesen sein.
Mutationstisch. Wie unser trauriger Albert. Nur noch trauriger. Dieser Geruch. Mutagene. All die Jahre und mir ist immer noch zum Kotzen. Dieser Geruch, ja, Mutagene, so. Ja, all ja, die Jahre, und das Labor zum Kautionstränke gebraut haben. Wie unser trauriger Albert, sollte ich nur noch sagen. Trauriger. Irgendeine Vorrichtung, kaputt. Hier ist ja echt viel los. Keine Ahnung, wozu das dienen soll. Ist vielleicht auch besser so. Ein Behälter für Kräuterauszüge. Ich kann mich noch an die Tees erinnern, die sie uns gegeben haben. Die waren bestimmt ganz, 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 ganz dolle ekelhaft. Dieser Geruch, Mutagene, all die Jahre und mir ist immer noch zum Kotzen. Ja, ja. Ist auch das. Kann man alles mal verkaufen? Was ist denn das jetzt hier für das rote Ding hier? Kann man das auch hier wurden die Kräuter vorbereitet. Germa, Nachtschatten, Wolfsbann. Das Beste der Natur. Ja, super. Glaube ich auch. Sind wir noch nicht das, was wir gefunden haben, ja. Keine Ahnung, wozu das dienen soll. Ist vielleicht auch besser so. Na gut, dann sind wir mal hier fertig. Ist ja echt ekelhaft, oder? Leute. Leute, Leute, Leute. Immer noch bei Ohren vergessen. Oder hier oben? Nee. Hier? Nee. Auch nicht. Untersuchen. Irgendwo hier muss noch. Hä? Muss aber irgendwo sein. Die wollen mich doch hier verpupsen. Genau, machen wir mal mit helle hier. Jetzt mal helle, aber schnelle. Ja, irgendwo muss ja diese Hose sein. Wo ist jetzt diese. Ah! Also die versteckt, war. Komm mal ran hier. Wie ich will die Hose haben. Na, komm. Kekse. Ja. Super. Zacke die Zack. Gut. Instant ist auch gleich die Katze ausgelaufen. Ja, schön. Haben wir jetzt irgendeine Quest übersehen hier? Oder wie ist denn das hier? Verstehe ich es nicht. Kleidbrief. Ein Kleidbrief. Oh, wenn ich dieses sehe hier. Oh, hier Maskellige 1. Der Rest ist fertig. Da, sehr schön. Was ist das? Kerze? Hat sich jetzt hier irgendeine Quest aufgetan? Ich glaube eher jetzt nicht, oder? Gegendände. Gegendände schnell sortieren. Ich habe 100 Monsterklauen. Und nochmal 17. Ja, wow. Da kann ich bestimmt ganz, ganz, ganz viele damit glücklich machen. Was ist denn hier los? Ich weiß nicht. Wir haben uns das jetzt hier zwar angeguckt. Was ist hier? Achso, brauchen wir nicht. Okay. Hi Platzi. So, da hätten wir das auch abgefrühstückt und jetzt haben wir dort hinten noch ein Fragezeichen. Das. Weltkarte. Nein, das nehmen wir jetzt leider mit. Wir müssen hier noch. Hier ist der Eingang und dann müssen wir irgendwie. Das wird ja kaum auf dem Berg sein. Glaube ich nicht. Das ist irgendwo, ist hier ein Eingang von der Höhle und da müssen wir rein. Entweder von hier, von da, was ich jetzt auch nicht glaube, sondern hier muss ein Eingang sein. Und da fahren wir jetzt hin.
Ey, lass mich in Ruhe. Ich will jetzt nicht kämpfen. Das ist, stinkt auf alle und. Horbchen. Ach, nee. Warte mal kurz. Wir haben doch hier so ein. So ein Ding in Ding ins Kirchen. Zack. So, zack. Alles. Klar, klappt super. Klappt wirklich gut gegen Hopien. Super. Das Horn ist echt klasse. Ich nehme lieber Bolzen. Hat ja soll geklappt. Möchte mal wissen, warum ich dieses Teil überhaupt mit habe. Sehe ich nicht. Eine Raunenwurzel. So. Nee, Quatsch, wir müssen ja. Gott. Ja. Hier runter irgendwie. Wo müssen wir eigentlich hin hier? An mich. An die Hütte am See, genau. Zack, dahin. Schön hier. Ne? Ja, toll. Ich stürze jetzt, wenn ich jetzt hier runterstürze. Ich hasse mich. Aber es ist nur noch mal gerade so. Oh Gott, Geralt, du tust dir noch irgendwann mal weh. So, wir müssen jetzt ohne Boot dahin. Warum sagt mir das denn keiner, das hier mal?
Katze müssten wir sein. Ich hätte den ganzen Tag schlafen. Sind diese Bolzen eigentlich nicht mehr ausgerüstet? Kann ich die nicht unter Wasser nehmen? Was machen die Bären da? Was machen die Bären da? Okay. Hey, das Fragezeichen hole ich mir noch. Das will ich jetzt noch haben. So, sehr schön. Sind wir schon angekommen? 3 Jahre später sind wir endlich angekommen. Da ist ein Bödelein. Ich bin wieder zu Geralt. Du bist immer zu dick. Sieht nach Regen aus. Ach so. Da hab ich schon Glück gehabt. Necker. Sehr schön. Ich glaube, wir brauchen mehr Adrenalin-Gewinn als Stadtstun. Warte mal, lass mich mal raten. Ich brauche noch eine Monsterkralle. Die ganzen Stabien mit Monsterkrallen kommen alles verkauft. Die Elend, da schlabbern sie alle rum. Auf und nieder, immer wieder. Was? Gut. Was ist hier los? Warum müssen wir hier rein? Weil er ein Fragezeichen ist. So, wir nehmen ja hier nochmal eine verbesserte Katze. Gottische Festrüstung. Nee, gottische Festrüstung. Das muss man aufheben. Ich liebe diese Rüstungen. Die sehen so geil aus. Echt jetzt. Also ohne Witz. Ich mag die. Die ist kacke. Die ist... Ja. Alles doof. Die ist sehr schön. Diese Nilfgaarder Rüstungen. Hä? Abbrechen. So, ich wollte es jetzt nicht. Zack. Ja. Ich finde die geil. Ich könnte die ganzen Tag, könnte ich die angucken und könnte die anziehen. Ist jetzt natürlich jetzt nicht die beste Rüstung, aber so vom Rüstungswert her sind die richtig gut. Ja. So, ach so, eine Katze wird man anziehen. Warte mal, Katze. Katze. So, das machen wir noch und dann... Was? Wo ist er? Der Schlumpendödel, wo ist er? Was ist hier los? Wo seid ihr alle? Wie geht's hinten rein? Bin ich gerade hergekommen. Klasse, ich bin immer im Kreis gelaufen. Super. Hopf. Hopfen und Malz. Oh, aha. Geralt, du bist echt eine sportliche Sportskanone. Moment, wir müssen einfach mal gucken. Die Mappe, wo dieses Fragezeichen ist. Das ist nämlich hier. Gucken wir mal, vielleicht finden wir ja irgendwie den Weg dahin. Komm hoch, Geralt. Sehr schön. Aha. Hier geht's weiter. Hier geht's weiter. Hier ist eine Klackkiste. Haben die schon geöffnet? Nee.
donnert. Einen Donnerlitschen. Zack. Okay. Geht's hier auch weiter? Na, Donnerlitschen. Ich erinnere mich, wir sind schon mal in der Höhle gewesen. Wait a moment. Okay. Wir müssen aber... Da ist eine Höhle, da ist... Wir müssen aber hier hin. Wie kommen wir denn da hin? Eieieiei, na, gucken wir nochmal. Wir sind jetzt. Yeah. Super. Ganz große Nummer. Ich lese aber clever nicht das, wo ich jetzt hin wollte. Da. Das Medaillon vibriert. Das muss ein Ort der Macht sein. Wie schmeckt dir das, Simba? Wird das schon freigeschaltet? Ich habe einen Fertigkeitspunkt gehalten. War aber nicht das Fragezeichen. Ja, klasse! Ja, Gott sei Dank steht hier ein Baum, dass ich nicht gleich runterfallen kann. Ich habe keine Ahnung. Ich weiß nicht, wie ich da hochkommen soll. Ach, warte mal. Ah. Wait. Okay. Aha, warte, warte, oh, oh Gott. Nein, ich will nicht runterstürzen. Super. Helm Kleimker Geralt. War das was dann schon wieder? Weil, kann man nicht, warte mal. Hier vielleicht? Der halt nicht. Muss da irgendwo einen Weg geben. Hm. Da ist der Drachen. Guck mal. Da ist irgendwie sein Horst. Kennst du einen Horst? Sein Horst. Das Spiel ist nicht speichern. Spiel gespeichert. Also wir probieren das jetzt noch einmal. Ich will
wenn es jetzt wieder passiert, weiß ich nicht. Also dann mach ich ja einen Bug kaputt. Zu, du Horst. Komm ran. Ding. Sieh an, es geht. Gut. Das ist ja echt komisch. Die Necker gehen wieder so auf den Keks, ey. So. Der hätte man jetzt alles. Der hätte ich mal sprechen. Ich habe jetzt sogar einen Teleport. Das ist ja auch schick. Na, da teleportieren wir uns mal weg. Schön. Hätten wir das ja auch alles erledigt. Wir fahren jetzt aber trotzdem erstmal nach Navigat. Das ist richtig, aber. Der Fluch, der auf Uma lastete, erwies sich als knifflig. Doch Yennefer und die Hexer schafften es, ihm beizukommen. Der hässlichste Mann der Welt erwies sich nicht nur als Elf, sondern als elfischer Wissender. Avalach, so hieß er, war ein Elfenmagier, der Ciri bei der Flucht vor der wilden Jagd geholfen und sie dann auf der Nebelinsel versteckt hatte. Kennst du die Legenden vom Weißen Wolf? Ich glaube, ich habe mich bepisst. Ich hasse die verdammten Huren. Wunderbar. Das ist eine materielle Welt und ich bin ein materielles Mädchen. Ich versuche jetzt einfach mal diese Klinge von Berengar zu schmieden. Grüß dich, Apeher. Grüß dich, Geralt. Was kann ich für dich tun? Was hast du denn im Angebot? Ja, schön. Chance für Bran. So. Also die zwei müssen wir... Sind das ein Angriffsstiefel? Ne, Freischärlerstiefel. Hakamahose. Ne, das ist eigentlich alles Bullshit. So. Das wollen wir alles nicht. Das ist das Entfernte?
Hieß das Ding nicht Torherme? Ein kleines Herne und ein großes Herne. Bestimmt ein schönes Schwert, aber das frage ich mich jetzt, ob ich das wirklich machen muss. Das war doch das Herne, oder? Muss ich nachgucken. Ah, ich denke schon. Anders könnte es eigentlich fast nicht sein, oder? Das Schwert von Berengar. Ah, das wird das Tyrhane gewesen sein. Es ist komisch, dass es das als Level 23er gibt. Das ist schon ein geiles Stats, ey. Würde ich sogar kraften wollen. Was haben wir denn hier mit Meteoritensilberborn? Alleine schon deswegen würde ich das kraften wollen, bloß um das wegzulegen. Meteoritensilberborn. Klingelingling, klingelingling. Meteoritensilberborn. Was haben wir denn hier? Meteoritenerz. So. Das können wir natürlich auch gleich mal durch reparieren. Ich muss dann mal gucken, ob ich das nicht zerlege. Yay. Gut. Oh, Skellige Gambeson. Das gibt alles schön viel Geld. Ne? Sehr schön. So, Handeln braucht man die Handwerk. So, Töcherme. Was ist er denn? Harpier? Bestimmt auch ein sehr schönes Schwert, aber brauchen wir jetzt noch nicht. Guck dir mal die Stats an von dem Teil. Haben wir mal hergestellt. Kann man ja immer mal machen. Bis dann. Mache gut, mein Junge. Und tschüss. So, jetzt kommen wir erstmal her zum. Ach, nichts ist so schmerzhaft wie das Leben. Deinesgleichen sollte in Novigrad nichts zu melden haben. Nein, nein. Da können Sie mal anlegen, gucken, was das Ding sagt. So. Ist schön schick, ne? Aber. Hat's halt mal gekraftet, oh. Ne? Hilfe, rette mich. Nee. Du stirbst so schnell. Du bist kein Sterbensdings. So, jetzt gucken wir mal kurz. Ach du Heilige, was haben wir denn hier für Schwerter? Die sind bestimmt alle total schick. Aber, naja. So, was haben wir denn hier? Das Nilfgaard. Wir haben schon Wäschehandschuhe. Guck mal. 53. 49. Stufe 22. Stufe 24. Schauen wir hier. Dann haben wir doch diese tolle. Wo ist er denn überhaupt? Hier. Triad-Brigade. Imperia-Brigade. Brigade, ja, genau. Das ist die Imperia-Brigade. Das ist die Wächterrüstung. Also kann man die verkaufen. Gut.
Sehr schön. Gut. Verlassen. Warum jetzt verlassen auf einmal? Oh Gott. Ja, genau. Weil ich halt gut bin. Oh ne. Der Fluch, der auf Uma lastete, erwies sich als knifflig. Doch Yennefer und die haben's halt mal geschmiedet. Der hässlichste Mann der Welt erwies sich nicht nur als Elf, sondern als elfischer Wissender. Avalar, so hieß er, war ein Elfenmagier, der Ciri bei der Flucht vor der wilden Jagd geholfen und sie dann auf der Nebelinsel versteckt hatte. Wir sind natürlich hier, alles klar. Also, machen wir das jetzt doch nicht so, sondern wir machen das anders. Ich bin alles so dieses Schwert jetzt nicht kraften, weil... Warum? Für was? Ist ja so hübsch, dass er die Hände nicht von sich lassen kann. Wie geht's, wie steht's? Genau. Frage ist, warum habe ich jetzt noch eine meisterlich gefertigte Rüstung, wenn ich sie eh noch nicht erst mal nicht anziehen kann? Ich kraft sie ja sowieso irgendwann, aber... Vor allem die Stufe 34, ne? Ist bestimmt schick. Gute Frage, aber warum soll ich das jetzt tun? So, die würde ich gerne behalten und dafür die anderen wegtun. So. Ketten sollte dann eigentlich schon langsam mal nach überschicken. Machen wir später. Brauchst du auch den? Ho, ha, hi. Passa. Ich war mal so saublau. Lass mir Blut aus den Ohren. Was war das? Also gut, gib mir die Münze. Kopf, wir müssen den Stall auszahlen. Wir gehen tippen. Geralt, schön dich zu sehen. Was kann ich für dich tun? Was hast du für eine? Was verkaufst du? Was kannst du empfehlen? Nein, ja, diesen Bullshit hier, das können wir alles mit verscherbeln. Nö. Was haben wir hier noch? Leb wohl. Wiederschauen.